macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's! Ja, das war's, Leute, aber nur mit der Pause. Die ist nämlich vorbei, wir sind wieder am Start und das nächste Spiel steht kurz bevor. Ich kann sogar schon mal direkt auf den Cleanfeed gehen, denn so wie es aussieht, sind die Teams schon ready. Diesmal... Ja, aber das ist Supermassive, oder? Kein Einlaufen. Das, ja, sollte tatsächlich... Aber wir haben doch jetzt nicht Supermassive. Doch, wir haben jetzt Supermassive gegen Pentagram, wenn ich mich nicht irre, oder? Achso, dann. Supermassive gegen Pentagram? Ja, Supermassive gegen Pentagram. Dann war da gerade noch das alte Game. Ne? Das, ganz kurz, ob es noch da war oder nicht, dann ändern wir das auf jeden Fall. Ja, Supermassive hat auf jeden Fall im ersten Game richtig gut ausgesehen, aber auch da, wie ich fand, ein bisschen langsam gespielt. Also man hätte da durchaus das Game, gerade mit der Dominanz, die sie an den Tag gebracht haben, das Game 5-6 Minuten früher finishen können. Ja. Ist natürlich jetzt Meckern auf hohem Niveau. Ne? Sieg ist ein Sieg, wenn es nicht knapp aussieht, umso besser. Jetzt hier gegen Pentagram natürlich... Eigentlich auch ein Pflichtsieg, haben jetzt im letzten Spiel nicht sonderlich gut ausgesehen und Supermassive sollte da auf jeden Fall gegenüber Kaboom nochmal eine ganze Stange stärker sein, aber PGM vielleicht jetzt aufgewacht. Ich hoffe, dass wir in der Champ Select schon ein paar Adaptionen sehen. Ja. Letztendlich, wie gesagt, sie haben, finde ich, einfach wieder zu individuell gedraftet. Sie hatten jetzt als Team nicht so richtige Winning Conditions. Sie hatten Probleme, auch später gegen den Hard Engage von Orn Rakan vorzugehen. Die Zoe blind... Ganz, ganz grober Fehler, wie ich finde. LeBlanc dann da auch reingepickt, sehr, sehr schön gemacht von Kaboom und man hat auch gemerkt, dass da eben die Pressure da war. Man hat das, finde ich, nicht perfekt ausnutzen können. Also die Zoe, die sah quasi noch besser aus, als sie hätte aussehen dürfen, meiner Meinung nach. Von daher schauen, dass man da eben einfach ein bisschen mehr Herr der Lage ist. Ich weiß auch gar nicht, ob man jetzt hier vielleicht sich auf der Red Side sogar entscheiden sollte, den Rakan da first zu bannen. Scheint ja da... hier zumindest in dieser Gruppenphase ein ziemlicher Prio-Pick auf Blue Side zu sein. Und da hat man ja auch gemerkt, die Xayah wurde ja quasi gepickt, weil sie den Xayah Rakan oder die Xayah Rakan denyen wollten. Ja. Xayah war jetzt auch nicht so wirklich das Problem. Also Bot-Side generell war jetzt nicht so das Problem, finde ich. Die Xayah hat aber auch nichts gemacht im Spiel, das ist ja das Ding. Das stimmt. Der hat jetzt, ist natürlich schwierig zu sagen, mit einem anderen AD Carry hätte er was anderes gemacht, glaube ich nicht. Aber trotzdem, man hat halt quasi diesen Xayah-Pick, glaube ich, forciert. Man wusste, denke ich, dass die Gegner Xayah picken werden. Das ist halt das Ding, wenn du Rakan first picks. Entweder du gehst davon aus, dass die Xayah picken, oder du kriegst eine Xayah. Ja. Das ist ja beides geil. Ja. So, weil entweder du weißt schon, was die picken, oder du weißt, dass du eine geile Comp haben wirst. Von daher kann man da auch immer ganz gut gegen agieren. Den Alistar fand ich eigentlich ziemlich nice. Man hat ja sogar 2v2 einen Solo-Kill forciert auf den Rakan. Das sollte niemals passieren. Also da dann auch ein individueller Fehler von Kaboom-Spotlane. Ja, aber abseits davon war es natürlich ziemlich, ziemlich schwierig, da irgendwas großartig zu machen. Ja, wie gesagt, ich hoffe mir jetzt einfach, dass man hier allein schon in der Champs League einfach ein bisschen mehr Stärke, bisschen mehr Powerpicks zeigt. Man hatte ja die Möglichkeit, die Zoe zu last picken oder den Midlaner zu last picken, hat sich stattdessen für den Toplane last pick entschieden. Also da vielleicht eine andere Prio einführen, weil im Endeffekt... Hätten sie ja selber den Ornn einfach nehmen können, ne? Der wäre sogar ziemlich geil gewesen in ihrer Comp. Shen, ja, hat jetzt nicht so den Impact gehabt, hat ein, zwei gute Ultimates durchgebracht, aber overall war da Ornn schon deutlich, deutlich gefährlicher als Champion. Ist natürlich, ja, finde ich, der Toplaner mit dem besten Engage im Spiel. Ja. Einfach so viel Range, AOE das Ganze auch noch, massiv viel CC, unglaublicher Damage auch für einen Tank, wie ich finde. Sehr schwer zu killen und guten Wave. Also Ornn hat einfach alles. Ornn hat wirklich alles, was du dir als Top-Lane-Tank wünschen könntest. Von daher, ja, zu Recht, denke ich, auch wieder ein sehr beliebter Pick unter den Pro-Teams. Und hier vielleicht dann ein bisschen zu niedrig priorisiert von Rampage. Das ist ja auch immer generell die Frage. Ne? Wenn man natürlich in einer Region wie Japan, spielt, ich weiß nicht, warum ich das gerade die ganze Zeit so betone. Keine aber, Ahnung. Da ist es natürlich dann auch so, dass du natürlich gegen Teams, also sie spielen ja tendenziell nur gegen Teams, die noch schwächer sind als sie selber sozusagen in der regulären Saison. Und das ist halt das Ding, dass du natürlich mit Pick- und Bann-Phasen, die ganz anders verlaufen, vielleicht besser wegkommst. Da kannst du vielleicht eine Zoe einfach als vierter Pick auf Red Side blind picken und da kommt dann vielleicht nicht die LeBlanc als Antwort und du stormst die Lane und dann gehst du 5-0 raus und dann denkst du dir, geil, wir picken auf dem MSI auch Zoe als viertes. Nur hier gegen bessere Teams funktioniert das dann vielleicht leider nicht ganz so gut. Auch der Kha'Zix ist generell ein riskanter Pick, wir haben ja gesehen, sein Ultimate ist immer noch absurd, aber das Ding ist ja, man sieht ja, ein Assassin im Jungle, der braucht so eine absurde Fähigkeit wie die unsichtbare Pässe von Kha'Zix, um überhaupt competitive ansatzweise viable zu sein. Also selbst Kha'Zix ist ja in den meisten Spielen nicht erfolgreich, die wir sehen hier.
Und alle anderen Assassins kannst du da ja sowieso direkt in die Tonne kloppen. Von daher ein sehr riskanter Pick, der sich hier leider nicht ausgezahlt hat. Mal schauen, ob man sich diesmal ein bisschen mehr auf Tanks stützt oder mehr auf vielleicht auch so einen Skarner im Jungle. Schauen wir mal. Und obwohl Trundle bisher extrem beliebt ist. Ne? Also, wir haben es ja gesehen, er wurde auch sehr gut gespielt. Ist ja nicht so, als wäre der Champ an sich einfach nur ein guter Lückenfüller oder so, sondern wird halt tatsächlich wesentlich höher gewertet als jeder andere Jungler bisher. Ja, und du hast natürlich den Vorteil, Trundle ist mechanisch jetzt nicht so schwer zu spielen. Ja. Deswegen kannst du dich dann wirklich, ich meine, das ist ja auch so, selbst auf einer Pro, ist es im Pro-Bereich, ist halt so, dass du dann wirklich einfach auch dich mehr auf die Rotation und so weiter konzentrieren kannst. Jetzt sehen wir hier Pick- und Bannphase Nummer 3. Wir sehen sogar den K6-Bann von Supermassive. Haben sie im ersten Spiel, glaube ich, auch schon rausgehauen. Auch wenn es für Rons hier nicht funktioniert hat, will man da kein Risiko eingehen. Und ich meine, selbst wenn so ein Champion wie K6 im Spiel eben nicht funktioniert hat, ist er anscheinend immer noch ein Liebling von Rons. Also rausnehmen ist da immer keine dumme Wahl. Ja, ist auch eigentlich eine gute Kombo mit Shen gewesen. Die das stimmt. Typische haben wir nur nicht einmal gesehen, ne? Ja, das stimmt. Wir haben ihn eher defensiv gesehen und nicht aggressiv, was natürlich auch eine Variante gewesen wäre, in der kommt. Ansonsten hier der Thrashbank wieder gegen Snowflower. Man kann ihn natürlich auch so bannen, klar. Aber Snowflower ist ein extrem gefürchteter Pick. Und Zion wird jetzt sogar noch von Fabulous rausgenommen. Scheint alles recht ähnlich zu sein wie in der ersten Pick- und Bannphase, die wir gesehen haben, wo Supermassive noch gegen Direwolves gespielt hat. Ja. Die Frage ist jetzt nur, was wird man mit Pentagram bannen? Denn in der letzten Bannphase haben sie sowohl Ezreal als auch Kaiser rausgenommen, was halt hieß, dass man auch die eigenen Botlane-Picks schon ziemlich eingeschränkt hat. Ich glaube, man war da selbst auf Xayah Rakan aus, aber dadurch, dass Caitlyn aktuell nicht so häufig als First Pick kommt, wie wir es von der ULCS gewöhnt sind, hat man da andere Möglichkeiten, sage ich mal. Vor allem Rakan, immer als First Pick. Oh, und da, ja, okay, scheint man das Ganze nochmal neu zu machen. Ist wieder zurück in die Lobby gegangen. Vielleicht gab es einen kleinen Fehler, vielleicht hat man irgendwie es nicht rechtzeitig geschafft zu bannen. Wer weiß das schon? Oder es gab einen Fehler? Nur gut. Ja, passiert den Besten, vor allem auch dem Spanner Inferno. Desto besser du bist, desto häufiger passiert es dir. Deswegen das passiert stimmt. Uns das ja auch so häufig. Ja. Das ist halt das Ding. Vor allen Dingen ist es ja glücklicherweise ein Offline-Tournament, also da ist es noch komplett fein. Der große Vorteil ist natürlich auch hier im LCS-Studio, da wird man technisch schon etwas versierter sein. Das heißt, man wird hier diesen Problem schneller gewachsen sein, weil man natürlich hier wahrscheinlich alles parat hat. Ist jetzt hier keine Venue, wo du quasi 7 LKWs einmal für 3 Tage anschippen musst und dann dir auffällt, dass dann doch irgendwo eine Maus fehlt oder so. Sondern hier hast du wirklich alles en masse zur Verfügung. Hier, einer der Spieler konnte seinen Champion nicht finden. LOL! Aber so, es kann passieren, wenn du oben die falsche Rolle ausgewählt hast zum Beispiel. Und ja, jemanden was auch sucht. Passieren kann, ich weiß nicht, wie es bei Japan ist, jetzt habe ich es richtig gesagt, aber beim koreanischen Client ist es ja wirklich so, und im chinesischen auch, dass die Champions anders angeordnet sind ja. Und auch andere Namen haben. Ja. Also das ist ja auch was mich echt verwundert hat, als ich das erste Mal gehört habe. Ich dachte, dass quasi die Champion-Namen einfach Eigennamen sind. Ja. Aber es ist nicht so. Sondern es gibt in Korea, in China und wahrscheinlich auch in Japan, gerade weil sie auch eine andere Schrift haben, andere Bezeichnungen für die Champions, was dann natürlich dazu führen kann, dass die hier anders angeordnet sind. Und ich weiß nicht, ob die hier überhaupt auf dem japanischen Client spielen oder vielleicht doch auf dem englischen. Und das dann da ein bisschen ungünstig verlaufen. Es ist natürlich trotzdem ärgerlich, gerade für uns, ne? Aber sollte dann hoffentlich gleich losgehen. Ich frage mich nur, was so lange daran dauert, eine neue Champ-Select aufzusetzen. Ja. Müssen sie die erst neu programmieren? Oder? Vielleicht muss man sich wieder neu einloggen oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es auf jeden Fall... Der hat einfach komplett Metal Breakdown ja, genau. Und auch seinen Namen vergessen. So, Alt F4 schön gedrückt. Ne? Einfach komplett rausgegangen. PC runtergefahren. Nochmal neu gestartet. Naja, es war anscheinend Wons, der seinen Champion nicht finden konnte. Ja, Kasix war ja auch gebannt. Ja gut, der wäre ja noch nicht gepickt. Das war so, K ist gebannt, Leute. Was soll. Ich kann Kha'Zix nicht auswählen. Was ist das? Ja, vielleicht packt er dann den Ringer-Jungle aus. Oh, guck mal, die Kamera. Natürlich, die zoomt auf den besten Spieler. Sie wissen doch, worum es geht. Das ist doch kein Zufall. Die wissen einfach, was gut ist. Schön auf Yutori Muyasi. Wenn halt Pause ist, kann man auch einfach mal Vollbild Yutori Muyasi genießen. Ich glaube auch, er ist im letzten Spiel nicht einmal gestorben, obwohl sein Team natürlich nicht so gut aussah. Ja. Schaden hat er auch so gut es ging gemacht natürlich, also im Bereich des Möglichen hat er eigentlich recht gut gespielt. Er stirbt auch nicht, er geht halt höchstens freiwillig Base. Das stimmt. Jetzt geht's weiter. Oder beziehungsweise neu los. Wir sehen Bandtechnik natürlich alles equal.
Gibt ja auch verschiedene Szenarien, wenn man die Champs League abbricht. Wenn es so früh passiert und auch nur so ein geringer Fehler ist, sage ich mal, dann kann man auf jeden Fall weitermachen. Es gibt aber auch häufig Szenarien, wo dann die Champs League nochmal komplett neu gemacht wird. Ja gut, wobei es bei den Bans an sich, glaube ich, noch nicht so ausschlaggebend ist. Genau deswegen sehen wir auch die gleichen Champions nochmal, die wir eben gehabt hätten. Ja, Super Mess hat ja auch genau die gleichen drei Champions gebannt im ersten Spiel. Ja. Das heißt, die konzentrieren sich ja weiterhin einfach nur darauf, starke Powerpicks rauszunehmen, als dass sie hier irgendjemanden Target bannen wollen. Kaiser bei Pentagram auch im letzten Spiel rausgenommen worden und Ezreal wurde da noch rausgekreuzt. Hier gegen Zeitnot scheint man sich aber da nicht für den Ezreal entscheiden zu wollen. So, die Morgana, auch die natürlich ein sehr, sehr starker Supporter generell auf Champions, die mit Skillshots gut, auf Spielern, die mit Skillshots gut klarkommen, sehr gut ausgestattet oder sehr gut versehen. Ja, aber Rumble schon wird es eher nicht werden, gesehen, ne? Ja. Ich fände es mal wieder cool, tatsächlich so eine Rumble-Kombo zu sehen. Wir hatten ja im letzten Jahr ganz oft Rumble Jin zum Beispiel mit diesem mega Long-Range Engage. Das war schon ziemlich cool. Ja, vor allem also, ist halt auch ein Tick von der Rumble Ult reicht ja, um den Jin weh zu procken. Und wenn der trifft, bist du halt die ganze Rumble Ult am Brennen. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Wir haben jetzt hier wieder das gleiche Szenario wie im letzten Spiel. Wieder Rakan First Pick, wieder Xayah als Antwort. Und ich bin mal gespannt, ob Super Mavis sich hier auch auf die Caitlyn stützen wird. Weil die Lane, die hat tatsächlich gar nicht so gut funktioniert. Ich glaube, es lag aber hauptsächlich auch daran, dass Rakan einfach zu häufig diese Engages gesucht hat. Aber Caitlyn auch nicht die beste Synergy. Jetzt geht man hier für die Karma. Diesmal haben wir also einen Hyper-Carry zusammen mit der Karma zur Verfügung. Ist noch ein Flex-Pick, kann natürlich auch noch auf die Botlane gehen. Und ist auch gar nicht so schlecht gegen Rakan, weil sie natürlich mit dem Movement-Speed vom Shield deutlich einfacher in der Lage ist, aus dem Knock-Up rauszukommen. Ivan wird hier gehovert, damit wäre es nochmal ein sehr unterstützungslastiger Jungler. Wir haben im letzten Spiel gesehen, dass Rakan vielleicht ein bisschen zu aggressiv einfach zwischendrin war und da den Alistair nicht ganz respektiert hat. Es könnte wieder ein Alistair werden, aber einfach weil TCL schon den Support gepickt hat, kann man erstmal die Karma nehmen, um sich da weiterhin Möglichkeiten offen zu lassen. Würde halt auch auf der Botlane recht gut funktionieren, weil er da normalerweise mit dem Poke glänzen kann. Und mit dem Level 6 oder dem Ult-Vorteil, ist ja kein Level 6-Vorteil, sondern nur die Ult, die sie schon von Anfang an zur Verfügung hat. Bei Supermassive nimmt man jetzt keinen AD-Carry, sondern wählt Skarner und Gangplank. Damit sollten Top und Jungle feststehen, auch wenn man Gangplank noch in die Mitte setzen könnte. Haben wir halt auch schon ein paar Mal gesehen. Und damit jetzt der letzte Pick von Pentagram, bevor wir in die zweite Bannrotation gehen. Es könnte ein Alistair sein. Ja, kommt auch. Und es würde auch ein Alistair. Macht also gerade seitdem seitdem Skarner hier eingeloggt wurde, auch nochmal mehr Sinn. Ist, wie wir im letzten Spiel gesehen haben, sehr stark gegen Rakan. Ist super stark gegen Skarner, spätestens auf Level 6. Und negiert einfach so ein bisschen das Olympotenzial von Rakan auf der Lane. Gefällt mir sehr gut. Das heißt aber auch, dass Supermassive weiß, mit wem sie es hier in der Mitte zu tun haben. Außer es wird Karma Toplane, gehe ich nicht von aus. Caitlyn jetzt hier gebannt. Ich denke, man wird hier einfach für eine Tristana gehen, um ehrlich zu sein. Also, wenn es halt nur da diesen Champion präferiert, weil safe Lane als Tristana ist immer gut. Tristana ist inzwischen Champion, der einfach nur nicht behind fallen darf, dann ist alles nice. Und in dem Matchup wird das nicht passieren. Du hast Push-Pressure, du hast sogar Engage-Potenzial. Und Caitlyn, wir sehen es ja auch, ist hier gebannt worden. Finde ich fast schon ein bisschen verwunderlich, dass man hier die Caitlyn tatsächlich rausnimmt. Ezreal auch rausgenommen. Ja, man also nimmt halt die beiden AD-Carries raus, die am Anfang des Spiels schon stark waren. Aber kann ich nicht so ganz nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das Ding ist halt wirklich, diese Lane ist, die ist neutralisiert. Egal welcher AD Carry da kommt, die Lane wird jetzt nicht tragisch. Das heißt, wenn man AD Carries bannen möchte, dann wahrscheinlich am ehesten AD Carries, die übel geil in die Team-Comp passen. Und Ezreal, Caitlyn sind da jetzt nicht unbedingt zwei Kandidaten, die da ganz, ganz weit nach oben, ganz weit oben dabei sind. Ezreal, ja, finde ich nicht, wäre nicht schlecht hier. Einfach um auch ein bisschen Safe-Peel zu haben, weil bisher hat man ja vier Backline-Dive, aber Caitlyn, ja, die hat eben gut ausgesehen, aber nur weil das Team so weit vorne war und weil, wie heißt er? Shitten? Wie soll ich ihn aussprechen? Shitan. Shitan. Aber auch nur, weil Shitan da auch später echt gut gespielt hat mit. Aber gut, der AD-Carry-Zeitnot von Supermassive ist halt auch nicht schlecht. Ne? Und Caitlyn ist immer noch ein gut skalierender AD-Carry. Ihre Reichweite nimmt nicht ab, ihre Headshots tun verdammt weh. Ja, das stimmt natürlich. Also sie ist weiterhin stark. Wir haben den Level 1-Trade gesehen, der natürlich auch schon einen Unterschied machen kann von Rakan und Kate, die Range- und Poke-mäßig da deutlich mehr mitgebracht haben als weil das auch einfach, wie gesagt, ein bisschen falsch das stimmt, von das stimmt. Aber auch Rakan hat zwischendurch falsch gespielt. Also ich glaube schon, dass man eine Even Lane damit praktisch gepickt hätte, wenn man eine Caitlyn gehabt hätte, die halt sehr gut hätte Fehler ausnutzen können, aber auch selber von Fehlern natürlich hart zurückgeworfen aber genau worden da wäre. Ist ja die Frage, ob du dann trotzdem für diesen Bann gehen möchtest. Wir sehen jetzt hier in der Mitte den Ryze. Vladimir ist natürlich gegen Alistar, Karma, Xayah deutlich unattraktiver.
jetzt der Last Pick. Welchen ADK wird man sich wählen? Varus hatten wir angesprochen, hat sehr gute Synergy zusammen mit Rakan. Ja. Sehr viel aggressive Pressure. Ab Level 6 gutes Engage-Potenzial. Ich fände hier Tristana immer noch am besten. Einfach nur, weil du selbst sehr sicher bist gegen Alistar, gegen Zac vor allem auch. Du scales gut. Early-Game-Aggression ist natürlich geringer als mit einem Jhin. Jhin Rakan? Ja, kann man auf jeden Fall spielen, ist nicht verkehrt. Ist trotzdem jetzt nicht unbedingt eine einfache Lane oder eine Lane, die automatisch gewinnt. Gerade im späteren Spielverlauf wird es Jhin nicht so einfach haben. Gegen Zac und Alistar musst du erstmal klarkommen. Pentagrams Pick und Bann gefällt mir ein Stück weit besser. Trotzdem sehe ich hier Supermassive weiterhin vorne. Also sie haben hier einfach eine sehr, sehr starke Comp wieder mit unglaublichem Scaling durch Ryze und Gangplank. Ja. Playmaking-Potenzial early mit Skarner, Jhin, Rakan. Sehr viel CC, sehr viel Engage. Nur die Frontline fehlt wieder komplett. Mhm. Pentagram. Ja, was ist hier erneut die Winning Condition? Die Winning Condition ist, glaube ich, diesmal einfach Xayah mit Karma carryen zu lassen. Und ich glaube erneut nicht, dass das hier der Fall sein würde. Dafür fehlt ihr gegen das Team einfach die Range. Man legt hier einfach wieder Fokus auf Yotoro Miyashi, wie halt auch im normalen Split. Das ist an sich recht nachvollziehbar. Man hat eine starke Frontline, man hat starke Tanks und kann auch gut engagen. Da muss man halt gucken, wie man bei Supermassive rankommt. Die haben aber mit Jhin eine sehr hohe Reichweite und sind natürlich auch selber in der Lage, einzelne Ziele sich rauszunehmen mit dem Skarner. Bei Jhin wichtig zu erwähnen von vornherein, es darf kein Rageblade auf ihm gebaut werden. Das heißt, da werden wir nicht auf die 1000 AD zugehen, Leute. Beziehungsweise wird man hier halt einfach nicht diese Mechanik mit dem Rageblade ausnutzen, weil sie halt zu stark ist und nicht einfach so entfernt werden kann aus dem Spiel. Es ist mehr so oder weniger so ein Gentleman's Agreement, heißt man könnte das Item kaufen, aber wenn du es kaufst, bist du halt gezwungen, es direkt wieder zu verkaufen. Und wenn du es halt trotzdem immer wiederholst und es kein Versehen war, ja dann instant lose, Leute. Na gut, schauen wir auf jeden Fall mal. Aber trotzdem, also... Ja, wir haben wieder das gleiche Problem wie im letzten Game so ein bisschen, wie wir angesprochen hatten mit der Champ Select. Gefällt mir aber trotzdem besser. Also gerade auch der Zac, der kann hier für Plays sorgen. Trotzdem, Supermassive wird hier wieder sowas von am Drücker sein. Sie haben hier bewusst eine riskante Teamcomp gepickt, die aber sehr stark nach vorne spielen kann und auch möchte. Also gerade auf der ADK-Position mit dem Jhin ist man da ein gewisses Risiko eingegangen, weil wenn der nach hinten fällt, und das kann er gegen die Comp, wird er ganz, ganz schnell ziemlich schwach. Aber du hast natürlich mit Ryze, Gangplank so viel Scaling. Und ja, Early Game wird es hier sehr viel um Botzeit, denke ich, gehen, auf der Seite von Supermassive. Und später dann mehr mit Topside. Aber trotzdem, Rakan wird hier auch sehr viel Roaming-Potenzial bieten. Ich frage, wie man das Ganze umsetzt. PGM hat generell sehr sichere Lanes, wie ich denke. Du hast mit Nahen einen Lane-Bully, spielt hier mit Eri, der auch Mobilität zeigt, also sehr Gank-unanfällig ist, Pre-6 zumindest, vor Skarner. Und du hast in der Mitte eine Karma, die ja wirklich auch sehr viel Pressure im Early Game aufbaut, auch mehr als ein Ryze durchaus. Und Botlane hast du eben den Alistar, der diesen Rakan Engage um einiges schwächt und auch da ab Level 6 wenig anbrennen lässt, gemeinsam mit der Xayah. Das heißt, du hast jetzt eben gute Antworten auf der Seite von Pentagram gegen das, was Supermassive Early bietet. Ja. Aber erneut hat Supermassive hier meiner Meinung nach überhaupt nicht den Zwang, das Early Game hart für sich zu entscheiden. Wie auch schon im ersten Spiel, da waren sie ja auch nach 20 Minuten komplett even im Gold und hatten das Spiel komplett unter Kontrolle. Und ich glaube, in diesem Spiel wird es ähnlich aussehen. Na, gucken wir mal, wie es verlaufen wird. Karma hier in der Lage oder mit der Möglichkeit, rein theoretisch einen Kommando-Banner zu bauen, um da halt den Wave-Clear von Ryze deutlich zu erschweren. Wir haben aber hier gerade ein Team mit PGM, was normalerweise ja durchaus weiß, wie man scaled, wie man sich Zeit lässt in einem Spiel, und das könnte ihnen schon zugutekommen, gerade mit der Xayah. Das Problem für den Ryze wird hier sein, dass er irgendwie an der gegnerischen Frontline vorbeikommen muss. Wenn er das allerdings schafft, denke ich, wird Supermassive da keine Probleme haben. Es ist halt wirklich gerade ein Team mit einer extrem starken Frontline. Drei Tanks mehr oder weniger bei Pentagram gegen ein Team, das halt kaum Frontline hat. Skarner natürlich, der vorne steht, klar. Aber ansonsten fehlt es da an Tankiness. Xayah mit Dorans Blaze-Start und Jhin mit Boots. Das ist prinzipiell was man auf jeden Fall machen kann, was gegen die Comp aber, finde ich, ziemlich risky ist. Weil das Ding ist, ne, was ist der Vorteil für Boots? Du hast natürlich 4 Pots, das ist der mit Abstand größte Vorteil, und du hast mehr Mobilität, um vor allem Skillshots besser auszuweichen. Davon hat PGM hier nichts auf der Botlane. Ja. Ein weiterer Vorteil, den die Boots aber auf der Lane auch noch bieten, ist, dass du natürlich mit mehr Movement-Speed auch häufiger deine vierten Shots proppen kannst.
Trotzdem denke ich, dass es hier sehr, sehr riskant ist, komplett auf die HP von einem Dorans Shield oder Dorans Blade in dem Fall, von mir aus auch von einem Dorans Ring zu verzichten. Weil das ermöglicht es für PGM durchaus auch mal nach einem All-In zu suchen mit dem Ignite von Alistar. Und ich denke, dass das durchaus gefährlich werden könnte. Aktuell sieht die Lane natürlich noch super aus, man pusht super hart rein. Aber das hätte dann halt auch mit jedem anderen Start-Item. Und da ist jetzt Level 2 bei Alistar vorhanden, damit auch direkt der Headbutt. Aber schöner Konter hier trotzdem. Man merkt wieder, wie viel Schaden Rakan bekommt. Und da muss Snowflower sich rechtzeitig zurückziehen, macht das ein bisschen besser, als es im letzten Spiel der Fall war bei Kaboom. Ja, schön gegengehalten auf jeden Fall. Der Schaden von Alistar ist halt verhältnismäßig schon ziemlich hoch. Ja, das sah am Anfang schlechter aus. Ne? Alistar ist sehr, sehr früh ignited worden. Ne, ist er nicht, nevermind. Das war das Ignite von Alistar, von Rakan. Also hätte man da ignited und den hier reduziert, wäre es gefährlich geworden. Jetzt kommt Säckchen nach oben. Der Knock-Up hätte gesessen. Schöner Flash von Fabulous. Er wusste, okay, wenn ich davon getroffen werde, bin ich down. Und dementsprechend konsequent weggeflasht. Trotzdem ist es natürlich ärgerlich, dass man da Flash für nichts verliert. Jetzt hier in der Mitte auch. GBM komplett muss jetzt eigentlich unbedingt mal in die Base. Hat ja mit Mana-Kristall gestartet. Das bedeutet, wie man es auf Rise so macht, nach 2-3 Waves gehst du Base, holst die Träne, portest wieder. Aber wenn deine Pressure komplett fehlt, dann ist es schwer, dafür diesen Backport zu gehen. Er versucht es jetzt hier durchzuziehen. Die Gefahr, dass er da unterbrochen wird, ist da. Er bricht sogar selber nochmal ab. Plus, er wird halt immer mehr Farm verlieren. Das hat der große Vorteil davon, dass Karma Early Game so viel Push-Pressure hat. Plus, beide haben Dematerialisierer dabei, nur Karma hat schon zweimal mehr benutzt. Also, Ryze jetzt hier auf jeden Fall bedroht. Und da kommt die Karma auch free in die Base. Ja, dadurch kann sie auf jeden Fall mehr Druck aufbauen. Und auf der Botlane, Rakan, bisschen aggressiv. Aber dadurch, dass das Ignite bei den Gegnern fehlt, hat man da ja die Sicherheit, dass man selbst mit dem hier noch arbeiten könnte. Den hat von Yujiri auch schon eingesetzt. Heißt, Summoner-Spray-mäßig hat man da einen kleinen Vorsprung in der Mitte. Die WM ist nicht Base gegangen. Kann man wieder auf der Lane. Und hat sich selber diesmal schon die Träne geholt. Wir werden auch einen leicht anderen Itembild bei ihr diesmal sehen als im Verhältnis zum letzten Spiel. Sowas wie das Kommando-Banner könnte hier halt natürlich günstig für sie sein. Deswegen vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man sich bei Ryze vielleicht noch den ein oder anderen Mini-Dematerialisierer aufhebt. Ja, mal schauen. Also mit Träne skalierst du natürlich ein bisschen mehr. Weil die Game ist ein bisschen abgeschwächter. Was würde passen? Kommando-Banner wäre vielleicht ein bisschen Overkill. Weil es damit halt sehr viel... Also es gibt dir natürlich sehr viel Pressure, aber dein Schaden leidet darunter. Ist halt die Frage, ob er mit der Pressure arbeiten kann. Über Botlane vielleicht. Ich würde mir auch jetzt wünschen, dass wir da mal einen Zac-Gang-Bot sehen, weil Jhin'ra, Khan sind da durchaus anfällig. Gerade mit Alistar als Combo. Oben die Lane läuft auch okay für Pass. Ist hier farmtechnisch even mit Gangplank. Muss jetzt aber auch mal langsam in die Base. Hat er seinen Teleport auch zur Verfügung. Und Midlane, ja, GBM. 15 Farm hier hinten, das Matchup läuft nicht so gut für ihn. Wir haben auch gerade nochmal die Statistik gesehen, dass Pass im normalen Spring Split 6-3 gegangen ist mit Nah. Ist okay, ist auf jeden Fall eine solide Winrate, ist aber auch nicht so mega eindeutig. Natürlich, na, einfach nur zu sagen, wer gewonnen und verloren hat, ist ein bisschen schwer, weil du nicht weißt, wie die Teamcoms aussehen, wie die Spiele an sich verlaufen sind. Das macht natürlich auch nochmal viel aus, aber gegen Gangplank sollte ja eigentlich recht gut klarkommen. Ja. Auf jeden Fall in der Minina-Form den Range-Vorteil. Ist jetzt Megana ziemlich tanky. Sollte dann nie zu große Probleme bekommen im direkten 1 gegen 1, wenn da keine Unterstützung vom Jungler dazukommt. Und das erste Mal konnte Gangplank gut überstehen. Sein Flash ist auch fast wieder ab. Die Hälfte der Zeit hat er schon ausgesessen. Und ist auf einem guten Weg Richtung Trinity Force. Schien jetzt schon im Inventar. Ja, ist erneut hier ein ruhiges Early Game, wie schon gesprochen, liegt ein bisschen daran, dass die Lanes von PGM ziemlich sicher sind und Supermassive ja überhaupt nichts Early riskieren muss. Das heißt, das eine Team kann Early Game schwierig gegankt werden und das andere Team möchte Early Game gar nicht ganken. Das heißt, da passiert natürlich von Supermassive aus relativ wenig und auf der anderen Seite PGM ja, haben mit dem Sekt, denke ich, ein bisschen mehr Möglichkeiten, um Early zu agieren. Da aber auch noch nicht so viel jetzt dabei gewesen. Skana jetzt noch Level 6, das heißt, da könnten wir vielleicht den ersten Flash-Gank mal sehen. Ich denke, am ehesten würde das noch in der Mitte wahrscheinlich sogar funktionieren. Botlane sehen wir auch Jhin immer noch nicht Base gewesen. Hat jetzt hier einen dicken, dicken Farmvorteil allerdings. Bei Alistar da die Wave nochmal freeze, wir sind es auf der Minimap. Bin gespannt, für welchen Item-Bild hier Jhin gehen wird. Ich denke, Crit, Full-Crit ist inzwischen komplett Standard. Also ja. Ghostblade oder so wird es nicht werden. Er ist ja auch 300 Gold vorn. 200 Gold. Sondern es wird wahrscheinlich BF
Dann die Frage, Essence Reaver oder Infinity Edge First? Ich denke, hier macht ein Essence Reaver sogar relativ viel Sinn. Ja. Okay, und es wird die Fire kennen zuerst. Ist ein sehr ungewöhnlicher Itembild, den wir aber ab und zu schon mal gesehen haben. Es bietet dir mehr Utility, du kriegst häufiger deinen vierten Shot durch, also eigentlich immer. Aber dein Schaden an sich ist deutlich geringer. Weil du natürlich jetzt hier mit Crit und Attack Speed einen Stat hast, der später enorm viel Damage verursacht. Aber du brauchst erstmal AD, um durch Crit und Attack Speed auch viel AD zu kriegen. Und es ist halt wirklich rein, also der Item ist halt rein Utility-lastig. Hat jetzt eine Menge Movement Speed, kann also sehr, sehr viel mit seinem Positioning arbeiten und vierte Schüsse verteilen. Aber Schaden macht er nicht viel gerade. Das ist gefährlich. Er hat jetzt auch nicht viel Leben. Das heißt, ein Alistar All-In, das kann schon richtig wehtun. Der Bluebuff geht hier gerade an GBM, der bisher einen ziemlich großen Champion-Pool gezeigt hat in seinem normalen Split, im Spring-Split. Hier bisher aber recht, ja, metamäßig eigentlich unterwegs ist. Mit Ryze aber auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen hat, einfach um hier scalen zu können, um später vielleicht sogar auf einer Sidelane pushen zu können. Der Engage auf Rakan bringt jetzt nicht mehr ganz so viel. Der hat hier auf jeden Fall die Möglichkeit, gerade durch die Runen, die er gewählt hat, etwas mehr auszuhalten. Schöner in der Mitte Gang. Kill, das ist First Blood. Da war Kerma ein bisschen zu weit vorne, wurde überrascht direkt vom Stachel des Skorpion, der da gewartet hat. Ja, sehr schön mit der Vision-Kontrolle gearbeitet. Er wusste, dass Kerma da gleich um die Ecke kommen wird. Da hast du natürlich recht wenig Spaß. Und dann auch mit dem Ryze W zuerst engaged, dann mit dem Skarner E. Und erst am Ende die Ultimate geused. Also sehr schön die CC-Chain aufgebaut. Und damit GBM jetzt hier mit dem Kill ausgestattet. Ja, der konnte. Also, ja. Das kann man Ramon wirklich schwierig. Also, dass er so nah am... Ah, nee, also ist schwierig. Es war einfach gut gemacht hier wirklich von Supermassive. Da muss man als Karma vielleicht ein bisschen vorsichtiger spielen, aber schwierig, ihm das jetzt vorzunehmen. Vor allem, wie oft wartet der Jungler direkt an der Wand? Ja. Also es ist schon natürlich unlucky für ihn an der Stelle, aber umso besser für Supermassive. Und auf der Top-Lane wieder der Flash und Gangplank, den man hier mit dem Gank bekommt. Aber da muss man auch irgendwas versuchen, daraus zu machen, denn wenn man den einfach nur wieder ja, zurückkommen lässt, so wie jetzt gerade, dann wird man da nicht so viel mitbekommen können. Fabulous bisher auch mit ziemlich guten Spielen, wie wir gesehen haben. Einfach ein sehr konstanter Joplaner. Und das sollte für ihn auch hier eigentlich kein Problem sein, gegen Nah klarzukommen, dadurch, dass er wieder Grasp dabei hat, also wieder die etwas tanklastigere Gangplank-Variante hier am Start ist, kann er da auf jeden Fall gegenhalten. Nutzt ja jetzt sogar seine Q, seine Reichweite aus gegenüber dem Mega-Nah, um da Schaden machen zu können. Ja, Grasp macht dem Klepto nur auch so die Gutfu Mastery von Gangplank geworden. Du verlierst einfach zu hart die Lane, Klepto, als dass du da mit dem Gold irgendwie arbeiten kannst. Ich meine, man sieht ja jetzt hier, er ist auch ein bisschen behind, 10 Farm ungefähr. Das ist aber völlig okay in dem Matchup. Das sollte er mit seinem Q-Gold mehr als ausgleichen können. Der auch Sheen direkt gerusht. Die Tabis sind auch am Start. Das wird wahrscheinlich wieder auch so ein Trinity-Sterax-Bild. Und ansonsten, ja, ein Kill ist gefallen nach 11 Minuten. Also das ruhigste Spiel hier bisher. Aber erneut, Supermassive fühlt sich in dieser Ausgangssituation, denke ich, ziemlich wohl. Wir sehen auch Zeit mit dem Snowflower, gerade mit dem Backport. Dadurch jetzt das BS-Sword und nicht für Jin. Jetzt ist ein bisschen mehr Damage am Start. Aber gerade bei Crit-Builds, ähnlich wie bei Xayah, brauchst du halt ein paar Items, um wirklich stark zu werden. Trotzdem hat er immer noch einen guten Farmvorsprung halten können. Auch in der Mitte ist der Unterschied, den Karma da hatte, etwas zurückgegangen. Nur Top-Lane liegt Name noch vorne. Aber das ist in dem Matchup komplett okay. Dafür gleicht das Skarner dann wieder aus. Vom Gold her ist man auch wieder sehr nah beieinander. Ähnlich wie im ersten Spiel. Auch wenn da gefühlt Supermassive von der Performance her die ganze Zeit über stärker war. Und ich glaube, das könnte hier halt auch wieder entscheidend werden, wie sie das Ganze halt runterspielen. Man muss halt nicht am Anfang nach vorne kommen, wenn man so eine gut skalierende Combo hat wie sie gerade. Na, Botlane, ist man jetzt hier wieder ein bisschen übermütig. Der Sack kommt, aber ist noch nicht ganz lang genug, der Sprung. Und ja, bisher hat man sich hier relativ lieb, muss ich sagen. Also es passiert nicht viel. Alle farmen einfach nur. Aber das ist bei Pentagram, wie ich im letzten Spiel gesagt habe, ja häufiger der Fall. Sie haben häufiger mal so Kill-arme Spiele. Bei den Team kommt nicht unbedingt optimal ist. Also, das ist halt ein bisschen das Problem. Sie picken Early-Game-starke Champions und scalen damit und nur. Und da ist vielleicht auch Early-Game der erste Kill, aber nein, Snowflower zu mobil. Springt hier direkt auf, vor allen Dingen in die Reichweite seines Junglers, um im 2v2 da die Unterstützung zu bekommen. Ja. Ist auch konsequent gewesen. Sofort den Flash, da use gar nichts riskiert. Der Engage von Gang war nicht schlecht. Auch da mit dem Flash-Engage.
agiert, aber Snowflow mit guten Reaktionen und jetzt hier mit dem Drachenversuch ist ein bisschen risky, das ist einfach nur ein Drache. So, da ist nichts vorbereitet, man hat keinen Pink Ward, Zack ist da, aber Zack geht lieber für den Jhin. Der wird ja noch gesnared. Der muss jetzt diesmal flashen und direkt den Heal einsetzen. Skarner ist in der Nähe und es ist viel draußen, deswegen auch der Re-Engage von Rakan. Die Shots tun weh, Zack in der passiven Teleport jetzt von der Top Lane. Ryze ist aber auch da und die Jhin-Ult zont hier die Gegner direkt. Man holt sich den zweiten Kill für Supermassive und mit der Gangplank-Ult kann man die Gegner jetzt sogar weiterhin zum Rückzug zwingen. Schafft sogar die Wave recht schnell zu clearen. Ja. Und ist jetzt hier in der Überzahl auf der Botlane. Ja, schön gemacht. Zwei Free-Kills hier, beziehungsweise ein Kill geholt und RPGM da ein bisschen zu unkoordiniert, habe ich das Gefühl. Ich denke, sie hätten den Drake auf jeden Fall contesten können. Entscheiden sie stattdessen für den Jhin zu gehen. Der kann aber mit einem Flash den Zack komplett aushebeln und auf einmal Zack komplett out of position. Kriegt kein Follow-up von seinem Team. Alistar auch sehr einsatzlos in diesem Teamfight gewesen. Er hat sich nicht getraut reinzugehen, obwohl er Ultimate, wenn mich nicht alles täuscht, die ganze Zeit ready hatte. Also, ja, Supermassive sagt danke. Ging hier auf jeden Fall noch einen zweiten Kill auf GBM, der sich jetzt auch farmtechnisch absetzen kann und hier sehen wir das ganz normal. Also, dass man da gesnared wird, ist halt super bitter. Der E hat trotzdem nicht gesessen und der Movement Speed ist natürlich da dann auch super vorteilhaft. Also als Jhin kannst du halt mit so viel Movement Speed early im Spiel auch echt viele Ganks abwenden, aber Zack dann hier komplett out of position. Ryze auch mit einer guten Ultimate den Fluchtweg abgeschnitten. Also da muss man auch mal lobende Worte an GBM nochmal richten. Schöner Kill für sie. Insgesamt der Gold liegt bei 1000. Das auch nochmal sehr mäßig, aber auch Supermassive, habe ich das Gefühl, ist halt kein Team, was das Spiel Minute 10 entscheidet. Ja. Sondern die brauchen auch immer ein bisschen mehr Anlaufzeit. Obwohl sie auch schon gezeigt haben, dass sie schnell das Spiel durchaus hinbekommen können, aber sie legen ja auch Teamcom-mäßig eher auf den späten Spielverlauf Wert. Aber es funktioniert gut für sie bisher. Sie spielen jetzt auch etwas sauberer runter als ihr Gegenüber. Im letzten Spiel war es so und auch in diesem. Insofern kann man sich das erlauben. Man hat ja auch beide Drachen im Spiel bekommen können. Sie sind jetzt nicht so ausschlaggebend, weil es nur in Anführungsstrichen Winddrachen sind. Aber die sind ja auch etwas besser geworden. Und für den Ahndrachen ist es halt auch nochmal eine gute Voraussetzung, hier jeden bisherigen mitzunehmen. Der nächste wird sogar Meeresdrache sein, bringt also nochmal Regeneration, wenn man den bekommen kann. Wäre wieder sehr angenehm. In der Mitte versucht man jetzt an den Tower ranzugehen. Derzeit holt Stormage sich den Herald. Ja, Herald wird hier komplett ohne Gegenwehr von PGM abgegeben und das ist halt auch wieder ein bisschen bezeichnend, wie auch schon im letzten Spiel. Sie geben sehr viel ab. Zwei Drachen hier bisher, Herald, und das obwohl sie ja eigentlich gut im Game sind und obwohl sie halt mit Nah, mit Karma, mit Alistar, selbst Zack, vier Champions haben, die im Early-Game echt nicht so schwach sind. Snowflower zu weit von Jhin gerade weg, um springen zu können. Und damit wird das hier knapp. Aber er hat die Ult wieder ready. Und der Schaden von Jhin natürlich auch nicht schlecht. Trotzdem nicht ganz so optimal, wie man sich eigentlich erhofft hat, das Ganze durchziehen zu können. Leider sogar katastrophal gespielt. Also eigentlich sehr gut, dass man den Rakan da catchen konnte. Und dann entscheidet sich Yotori Moyasi, seine Ultimate nicht aggressiv zu nutzen. Flasht dafür aber nach vorne und wird dann vom Ult-Charm getroffen. Die Gegner haben zwar kein Ignite, aber er Panic Healed. Das heißt, man hat im Endeffekt zwei Summoners für nichts getradet. Und Ignite von Alistar war auch noch ready. Also das hätte wahrscheinlich ein Kill auf Rakan sein müssen an der Stelle. Wenn man das da ein bisschen filigraner spielt. Jetzt rotiert hier GBM wieder nach oben. Ryze Ultimate ist raus. Schön gebaitet das Ganze. Na, jetzt hier ohne Flash, ohne Team und auch ohne Leben. Und auf der Botlane versucht man jetzt gerade Jhin zu Tower-Diven, aber Skarner ist da. Jetzt kommt dann noch ein Zack dazu, Knock-up, aber wunderbar kombiniert mit der Ult von Skarner und damit direkt der Kill auf Xayah. Kein Damage mehr, den man jetzt zur Verfügung hätte. Sogar nochmal die Jhin-Ult, die den nächsten Kill auf Zack garantiert sogar noch den nächsten auf Alistar. Damit ein schöner Double für Jhin, der eigentlich getower-dive werden sollte. Ja, ganz, ganz starker Counter-Gank hier auf jeden Fall von Supermassive. Skarner da zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen. Auch Snowflow dann nochmal rechtzeitig dazu gekommen, aber auch hier wieder dieser Dive, der war so unsauber gespielt. Also Alistar nimmt da die Aggro, tankt das Ganze. Man hat aber keine Ahnung gehabt, wo der Skarner ist. Alleine dann so einen Dive auszuführen, ist halt fahrlässig. Also Vision da auch sehr, sehr wichtig. Vor allem dann aber Xayah, die geht da rein, wird von Skarner geultet und dann drückt sie keine Ult. Das war das größte Problem. Ist dann einfach gestorben. Zack kam ja dazu. Hier sehen wir das nochmal von oben. Passt da. Hat die Ryze Ultimate gesehen. Wollte dann nach unten. Aber den Flash habe ich nicht ganz so verstanden, muss ich sagen. Also, er hat einfach nur geflasht und Distanz. Und hier letztes Mal, ja?
Skarner da? Da hätte man einfach den Fight disengagen sollen. Ah, okay, nee, da konnte Yutorimiyasu nicht reagieren. Ich weise meine Kritik natürlich zurück. Kann das war ja auch keine Kritik. Nee. Das wäre Kritik gewesen, wenn es aber trotzdem, also man hat halt gemerkt, dass Yutorimiyasu ist halt weiterhin für den Jin gegangen, als man Skarner schon gesehen hat. Da hätte man wahrscheinlich einfach sagen müssen, alles klar, Skarner ist da, wir gehen hier wieder raus. Alistar hatte ja noch die Ulti zur Verfügung. So, aber 3 Kills quasi, supermassive, einfach ins Körbchen gelegt. Und das ist schon extrem bitter. Jin jetzt hier auch sehr, sehr gut im Spiel, hat sich für die Firekin entschieden. Ja. Gleich Essenzweaver fertig. Midlane 3-0 jetzt hier, der Ryze. Also das Game nimmt schon wieder unschöne Formen an. Und das, obwohl Supermassive hier eigentlich noch echt entspannt spielt. Sind jetzt hier 6 Kills und 3k Gold vorne. Ja, wir sehen es auch, Karma kann hier nicht wirklich Damage machen. Das ist halt einfach nicht drin. Jetzt sogar Ryze im 1 gegen 1 mit dem kurzen Tower Dive. Hätte er fast einen Kill für sich gewinnen können. Er ist ja hier im Prinzip fast ein ganzes Item vorne. Jetzt kommt hier auch der Herald. Karma ist angeschlagen, muss eigentlich in die Base, kann das Ding hier definitiv nicht verteidigen. Und direkt wieder die Ult auf Zack. Die Frage ist, ob er die Passive schon wieder ready hat. Wird hier auf jeden Fall mit der Ult nochmal in die Tower-Reichweite kommen. Kann sich also zurückziehen in den Turm. Verliert man insgesamt aber trotzdem. Der Herald hier mit dem vorletzten Hit. Der letzte könnte ein Auto-Tag von jedem sein. Rakan, derjenige, der sich dann erbarmt und den Turm endlich zerstört. Jetzt auch Zeitnot am Start. Das heißt, jetzt wird sogar der T2-Turm bedroht. Der Herald ist natürlich denkbar ungefährlich. Aber der Tower an sich ist hier bedroht. Ryze Ultimate war jetzt nicht die effektivste. Ich wollte den Gegner den Weg abschneiden. Lol. Outplayed, Sun. Das Team von Yutorimiyasu da auf jeden Fall in der Lage, sich nochmal zurückzuziehen. Aber Gangplank holt sich den nächsten Turm und insgesamt liegt hier Supermassive jetzt schon 5000, 6000 Gold fast vorne. Ja, und das halt nur durch individuelle Fehler. Ja. Also das waren jetzt hier noch keine hervorragenden Plays von Supermassive, sondern meistens PGM, die sich selbst zu weit aus dem Fenster gelehnt haben und dann halt leider auch mechanisch sich viele, viele, viele Missplays in diesem Spiel schon erlauben konnten. Oder erlauben mussten. Dementsprechend jetzt hier, wie du schon angesprochen hast, 6,5k Gold hinten oder 5,5k Gold hinten. Und das halt wirklich nur durch reine mechanische Macht, sag ich mal, von Supermassive. Jetzt hier auch Seraph's Embrace fertig bei Ryze, der also unkillable. Wir haben Essentia und noch einen Crit-Handschuh bei Jin. Trinity schon bei Gangplank, der steuert auf Sterax zu. Also die schlimme Phase für PGM, die beginnt jetzt gleich erst noch. Die Frage ist, ob sie sich davon wirklich nochmal irgendwann erholen können. Denn der Baron ist jetzt auch gespawnt und der könnte das nächste große Ziel von Supermassive werden. Jin zwar nicht der beste AD-Carry, um den an sich zu machen. Du hast nochmal einen guten Last-Hit praktisch mit dem vierten Shot, wie ein zusätzliches Smite. Aber dafür ist Ryze dabei extrem gut, ja, weil er hier den kontinuierlichen Schaden mitbringt. Insgesamt ist die Teamcom von Supermassive halt doch schon ziemlich rund. Ja, ziemlich viele Möglichkeiten. Man will sich jetzt den letzten Tier 1 Tower holen und der soll hier auf der Botlane nicht lange durchhalten. Es ist auch gerade niemand da, der das verteidigen kann. Bei Pentagram hat man Lane-Swap durchgezogen, um da mehr Druck über die Toplane auszuüben. Aber das allein wird schwierig werden. Wenn man auf der Botlane jetzt weiter pusht, dann muss PGM halt irgendjemand abstellen, um da die Botlane zu unterstützen. Alleine wird das nah nicht halten können, auch wenn er eigentlich über eine sehr hohe Reichweite verfügt. Gegen Jin und Rakan wird es dann doch zu viel für ihn. Wir sehen schon, wie aggressiv die hier auf der Botlane vorgehen können. Jetzt ist Alistar und auch Zack da. Da muss dann Supermassive ein klein wenig aufpassen. Aber mit Skarner in der Nähe sollte es da keine zu großen Probleme geben. Ja, der Gangplank ist halt aber auch so ein Dorn im Auge, ne? Der scaled halt vor sich hin auf der Side. Den hat sogar den Turm ohne Fremdeinwirkung, na gut, ein Gang war dabei, bekommen. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen ekelhaft, wenn der Gangplank einfach for free auf der Sidelane scalen kann und dein Lane-Bully nah im Early Game absolut nichts reißen konnte. Dritter Drake jetzt auch an Supermassive gegangen. Ja, und der Nash, der wird wahrscheinlich bald prepared. Mitte erstmal der aber Catch. Hier Midlane. Das ist ein Kill. Da kann Was sie willst aber du auch dagegen tun? Ja. Das ist halt Rakan Flash Ult, ist halt der stärkste Engage im Spiel. Und vielleicht sollte man. Ich meine, der Rakan wurde jetzt 3 Games hintereinander gefirstpickt. Ja. Und alle 3 Games konnte sich dieses Team damit wirklich gut durchsetzen. Wobei der Rakan eben. Im zweiten Game war nicht ganz so der gut. Der war nicht so clean. Ja. Kommt halt auch wirklich auf die Spieler und auf die Teams an sich an. Insgesamt, okay, performt hier Supermassive ziemlich gut. Aber der Tower Dive, der könnte nochmal schwieriger werden, obwohl man hier sieht mit dem Skarner, der alles denkt, kommt man gut klar. Schön, dass der von Jin hier nochmal und damit holt man sich sogar den nah ab. Man merkt gerade den Goldunterschied. Ja, ein schöner Nexus Tower Dive. Gute Nacht. Lecker.
Also das Skala Nummer 1 gegen 1 gegen Gangling, aber selbst da keine Chance. Das ist ein Stomp vom Herrn hier. Wir haben es in der Pick and Bunch schon angesprochen, ne? Pentagram hat halt viel Frontline, viel CC, viel Tankiness, aber der Schaden kommt hier nur über Xayah und das reicht halt einfach nicht, wenn die Gegner früh nach vorne kommen. Und damit holt man sich jetzt den ersten Inhibitor und das sollte auch eigentlich schon das Spiel mehr oder weniger entscheiden. 10 zu 1. Wie will man sich von 10.000 Gold Vorsprung in 23 Minuten nochmal erholen? Ja. Das ist halt wirklich so ein bisschen das Problem. Also das ist, denke ich, ziemlich over. Hier sehen wir aber das Ganze nochmal. Ramun, der stand ja jetzt nicht mal sonderlich aggressiv. Aber das ist natürlich einem Rakan recht egal. Und dann auch nochmal die Kombo mit dem Jinsnare, mit der Skana-Ulti, ja fast schon Overkill war. Also da sieht man wirklich das Potenzial dieser Teamcom. Und genau dieses Potenzial, das vermisse ich jetzt schon zum zweiten Mal bei der Teamcom von Pentagram so ein kleines bisschen. Dann natürlich der Dive. Ja, nicht perfekt gespielt, Rakan. Da ein bisschen sehr aggressiv gewesen, aber abseits davon, gerade GBM hier. Ich meine, der kann ja machen, was er will. Das ist ja wirklich nicht mehr feierlich. Zack, vierter Autotake dann von Jin für den vierten Kill. Und damit auch ohne Nash ein 10.000 Gold liegt in der 24. Minute. Ja. Das spricht schon Bände. Es sollte jetzt auch eigentlich einen Baron geben für Supermassive, wenn sie den denn überhaupt machen wollen. Ich glaube, man könnte auch so mit einem guten Teamfight auf jeden Fall nochmal durchbrechen. Der Charm und der Knockup sitzen hier nicht ganz. Damit kommt Zack auf jeden Fall nochmal raus. Wird weiterhin das Ganze verteidigen können. Aber das ist auch das Einzige, was PGM gerade machen kann. Verteidigen. Sie kommen halt selbst nicht mehr in die Offensive. Ja. Das ist halt dann schon ziemlich bitter, auch für Yutori Miyazaki. Jetzt der Catch-Versuch hier unten gegen Pass. Flash direkt von Skana. Direkt mit dem Flash von Nah beantwortet. Und damit holt man sich auf der Botlane den letzten Turm vor dem Tier 3 Zauber. Toplane steht noch im Tier 2, aber auch dem sollte man sich bald gönnen können. Gerade nachdem Karma jetzt runterrotieren muss. Man gibt jetzt auch bei PGM die außenstehenden Türme, also die außerhalb der Base, auf. Weil man den Rest besser verteidigen kann, weil man ja auch einfach nicht die Möglichkeit hat, hier zu stark gegenzuhalten. Kam hat zwar einen recht guten Wave Clear und solange wie der Baron Buff nicht da ist, wird man da länger gegenhalten können. Und man sieht auf jeden Fall, wo gerade die Prioritäten von Pentagram liegen. Sie versuchen halt gerade nur Schadensbegrenzung zu betreiben. Baron wird jetzt gerade gepinkt von Supermassive, man hat auch recht gut das Ganze vorbereitet, indem man jetzt überall rangepusht hat. Könnte also versuchen, da nochmal die Vision aufzubauen. Und dann, wenn sich die Gelegenheit bietet, Richtung Baron gehen. Ansonsten trappt man, was wir heute auch schon sehr häufig gesehen haben. Oder man ultet einfach den Zack, nimmt ihn hier so gut es geht raus. Er allerdings direkt mit dem Konter versucht, die Gegner jetzt zurückzutragen. Der Schaden reicht allerdings noch nicht. Gangplank wird wieder schön gesetzt, um die Gegner jetzt zum Rückzug zu zwingen. Jetzt kommt man sogar nochmal von der Seite für Fabulous. Schafft sie, den Alistair nochmal zu beschäftigen. Der opfert sich jetzt, um seinem Team die Rückzugsmöglichkeit zu geben. Und damit wieder 2 Kills für Supermassive. Und das ist die Möglichkeit, sich den Baron zu holen. Sollte auf jeden Fall jetzt ohne Probleme zu bekommen sein. Ja. Man muss sich um die Supervasallen kümmern. Aber ich meine natürlich, warum sollte man den Nash starten, wenn die Kills einfacher sind? Das ist klar. Das Ding. Also, hier ist ja jetzt wirklich jeder engaged, egal ob von Skana, Ryze, Jin oder Rakan ausgehend, mehrfach gleich mit Kills belohnt worden. Von daher, ja, nach 12 Kills sagt man sich, okay, jetzt ist Zeit für den Baron. Vielleicht wird dieses Game in Minute 30 zu Ende sein. Weil selbst das Game jetzt, was wirklich ein kompletter Stomp ist, dauert verhältnismäßig lang. Also Supermassive auch da natürlich stark dabei und es ist zu keinem Zeitpunkt hier close. Aber die Zeit heute, ne? Es sieht auf jeden Fall eindeutiger aus als das erste Spiel, was wir heute von Supermassive gesehen haben. Und ich glaube, wenn wir noch ein paar Games zu sehen bekommen, dann werden sie auch noch aggressiver unterwegs sein. Weil sie könnten jetzt einfach mit Rakan, wie wir es vorhin gesehen haben, Engages forcieren, halten sich da einfach ein bisschen zurück und wollen nicht zu viel Risiko eingehen, was verständlich ist. Mit 10.000 Gold bei der Dauer des Spiels, die wir bisher haben, sollte man sich das aber auf jeden Fall erlauben können. Wir sind jetzt sogar schon bei 14.000. Da kannst du in keinem Fall gegenhalten. So, Xayah ist auf 2 Items plus QSS und Jin ist fast mit dem vierten fertig. Das tut verdammt weh. Und nochmal, Leute, es wird keinen Rageblade geben. Wenn Rageblade jetzt eine Variante für Jin wäre, wäre es halt auch komplett over. Ja. Aber ist immer noch disabled. Ja, beziehungsweise ein Gentleman's Agreement. Ja, naja, was heißt Gentleman? Wenn das Chaos plus verkaufen. Ja, okay, genau. Ist eher Gentleman's Pistole auf der Brust.
Jetzt geht's hier aber nach unten. Man hat den Baron-Buff zur Verfügung. Ein letzter verzweifelter Engage von Peachy. Schöner Knock-up und die Ult ist auch nicht schlecht. Man schafft sie hier mit dem CC-Lockdown direkt Jhin rauszunehmen. Ist aber auch heillos in der Unterzahl, gerade auf der Botlane. Trotzdem der 1:1-Ausgleich und der gegnerische AD-Carry ist down. Jetzt hat man keinen Damage mehr bei PGM, nachdem man so viel eingesetzt hat. In der Zeit pusht Ryze einfach die Toplane durch. Man wird sich jetzt die letzten Inhibitoren holen können, der in der Mitte respawnt gerade, wie man hier sieht. Und aber das Zeit sollte schon Flash, Game sein, ne? Eigentlich. Hat seine KDA ein bisschen getankt. Ja, und da kommt Raka nochmal mit der Combo. Geht hier mit dem Charm nochmal ordentlich rein. Schafft es auf jeden Fall so nochmal nah zu bekommen. Und dadurch ist man hier jetzt selbst in der Überzahl. Schafft es da, jeglichen Inhibitor mitzunehmen. Man könnte überlegen zu finishen, dadurch, dass das Spiel aber ja, so kurz ist. Finishen, oder? Also, na, werden glaube, bald Yotori Moyashi und auch Alistair bald wieder drin sein. Er ist der Nexus Tower down. Man versucht jetzt nochmal Zeit zu erkaufen. Zack, derjenige, der sich dafür opfern muss, denn er hat keine Passive mehr. Und das ist die Botlane von Pentagram. Jetzt nochmal der Damage. Der ist nicht schlecht von Xayah. Snowflower fast down, aber es wird nicht reichen. Nee, absolut nicht. Der Nexus ist open. Yotori Moyashi nochmal mit dem Flash hier, um in die Base zu kommen und nicht weiter zu sterben. Dreimal hat er seinen Speed-Backport. Oh, GBM geht den nochmal ein bisschen rein hier an der Stelle. Also man hat nochmal seine KDAs ein bisschen versaut, aber abseits davon super souveränes Game hier von Supermassive. Und man hat es sogar in unter 30 Minuten geschafft, wenn mich nicht alles täuscht. Damit stehen sie hier vorzeitig 2-0 in der Gruppe. Und ja, ich denke, Kaboom gegen Supermassive wird so ein bisschen das Spitzenduell dieser Gruppe werden, weil sowohl Direwolves als auch PGM haben wirklich große, große Schwächen, die sie jetzt hier schon ziemlich krass zeigen mussten. Obwohl ich sagen muss, mit den bisherigen Leistungen sehe ich Supermassive insgesamt in dieser Gruppe auf jeden Fall vorne. Das haben viele Leute schon vorab so gesehen, aber ja, so wie vorhin das Ganze gegen Pentagram schon lief, sage ich mal. Ja, ich will auf jeden Fall mal sehen, was Supermassive ohne Rakan macht. Das ist halt das Ding. Das stimmt. Also der war ja bisher immer Dreh- und Angelpunkt der Comp. Man hat immer sehr stark um diesen Champion rumgespielt, zumindest nach der Laning Phase. Er musste ja jetzt auch mehrfach, ja, wobei in dem ersten Spiel war auch ziemlich rasur. Im zweiten Spiel gegen Alistair ist natürlich schwierig, mit Rakan über Lane zu spielen. Aber abseits davon, wie gesagt, Rakan dreimal gepickt auf der ersten, auf der Blue Side in der ersten Rotation. Dreimal erfolgreich. Snowflower, der kann auf jeden Fall Engage-Supports ganz gut spielen. Ja, und bei dem haben wir auch gesehen, selbst in der Lane, obwohl man wieder gegen Alistair gespielt hat, hat es besser ausgesehen, wenn man da ein bisschen mehr wusste, was man sich genau erlauben konnte. Also da scheint Supermassive einfach konstanter zu sein. Wie sie nachher abschneiden gegen Kaboom, werden wir sehen. Jetzt haben wir erstmal Kaboom gegen Direwolves, was halt auch nochmal so ein bisschen ausschlaggebend sein könnte. Deswegen bleibt dran, wir sehen uns in wieder 7 Minuten ungefähr, würde ich sagen, wieder. Bleibt dran, bis gleich. Mach das